Veranstaltung rund ums Thema Löten. Gut. Ja, Thema qualifizierte Lötprofilerstellung für Reflow-Lötprozesse. Das kann man natürlich auch erweitern auf Wellenlötprozesse, auf manuelle oder auch auf Rework-Lötprozesse. Ich habe mich hier jetzt im Wesentlichen auf die Reflow-Prozesse beschränkt, aufgrund der begrenzten Zeit, die wir hier zur Verfügung haben. Was möchte ich Ihnen heute präsentieren? Eine kurze Vorstellung meiner Person und meines Backgroundes. Dann gehen wir gleich zum Thema über, warum überhaupt Lötprofiloptimierung? Und natürlich die große Frage, wie komme ich zu einem Lötprofil? Was für Prozessvorgaben habe ich? Und wie kann ich das Lötprofil optimieren, den Lötprozess optimieren, eben bei gegebenen Prozessfenstern? Ich gehe auf die Methodik der Profilermittlung ein und auch auf die Thematik, insbesondere wie bringe ich Temperaturfühler an, gebe Beispiele für Temperaturmessungen und letztendlich gehört natürlich auch die Verifikation der Qualität dazu. Auch dazu noch ein paar Folien, wie ich letztendlich, wenn ich mit einem eingefahrenen Lötprofil etwas gelötet habe, dann auch hier entsprechend die Qualität verifizieren kann. Am Ende natürlich die Zusammenfassung und dann stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, wie Herr Klare schon erwähnt hat, ich komme vom Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie. Das ist ein Forschungs- und Entwicklungszentrum im Wesentlichen für Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik in Itzehoe, Schleswig-Holstein gelegen. Wir haben vier Schwerpunkte bei uns im Institut. Das ist zum einen das Thema Leistungselektronik, zweiter Schwerpunkt Batteriesysteme, MEMS-Anwendungen. Hier befassen wir uns mit optischen und akustischen Systemen. Und ich selbst bin angesiedelt im Bereich der Mikrofertigungsverfahren. Hier befassen wir uns mit Prozessintegration und Pilotfertigung. Ich selber leite die Arbeitsgruppe Modulservices, wo wir uns mit Qualität, Zuverlässigkeit, Aufbau- und Verbindungstechnik elektronischer Baugruppen und Komponenten befassen. Hier ist eben wichtig, dass letztendlich die Qualität und Zuverlässigkeit garantierte Funktion über die Lebensdauer einer Baugruppe nur dann gewährleistet werden kann, wenn Sie eine vernünftige Fehleranalyse durchführen können. Eine fortschrittliche Fehleranalyse, das bedeutet, es gibt nicht nur bunte Bilder, sondern es wird hier eben auch Ursachenforschung betrieben. Das heißt, wir führen Material- und Schadensanalysen durch, aber auch Bewertung der Herstellungsqualität nach Industriestandards zum Beispiel. Haben aber zusätzlich durch Prozesstechnik, die wir bei uns im Hause haben, eben auch die Möglichkeit, neue Technologien einzuführen, Prozessoptimierung, Bauteile, Materialqualifizierung für Kunden durchzuführen und natürlich auch das ganze Thema Rework bzw. Seminare und Inhouse-Schulungen wird hier abgedeckt. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Warum wollen wir Temperaturprofile optimieren? Da gibt es natürlich Gründe. Zum einen zum Beispiel hier eine lokal unvollständig umgeschmolzene Lötstelle eines BGAs. Wir sehen hier eine optische Inspektion eines BGA-Bauelements hier rechts, die gut umgeschmolzene Lötstelle hier links dann. Es ist zwar hier sowohl der Bauteilball aufgeschmolzen als auch das Lotpastendepot, es ist auch mehr oder weniger zusammengeflossen, bildet aber eben nicht die typische Lötstellenform eines BGA-Bauelements, die typische Tonnenform. Hier bedarf es eben noch etwas mehr Lötwärme. Das Ganze hier nochmal in einer Röntgendarstellung. Sie sehen einzelne BGA-Balls, mehr oder weniger ungleichmäßig geformt. Teilweise hier tatsächlich noch der komplette BGA-Ball zu sehen. Wir haben kaum eine Anbindung an das Leiterplattenpad. Auf der anderen Seite teilweise gut umgeschmolzene Bauelementanschlüsse. Aber das Ganze im Verbund sieht doch sehr ungleichmäßig aus. Und da müssen wir ansetzen, das eben entsprechend zu optimieren.
Ungleichmäßige Temperaturführung kann hier auch durch das Layout begründet sein. Das bedeutet, Ansatz zur Optimierung ist eben nicht nur die Temperaturmessung, sondern ich muss unter Umständen viel früher anfangen. Ups, die Richtung. Zu wenig Lötwärme ist das eine, zu viel Lötwärme ist die andere Variante, die wir eben auch nicht haben wollen. Sie sehen hier Querschnittbilder, die einen Ausschnitt jeweils eines Elektrolytkondensators zeigen. Links ein Bauteil, das mit ausreichend Lötwärme gelötet wurde, ausreichend auch im Sinne von nicht zu viel. Hier rechts sehen wir, dass insbesondere der Kunststoffkörper im Inneren des Bauteils, hier ist zu sehen der Bauelementanschluss, hier unten die Lötstelle, und durch zu viel Lötwärme haben wir hier eine Schädigung des Bauelements, die von außen nicht unbedingt sichtbar sein muss. Bedeutet, im besten Fall funktioniert das Bauelement nicht, weil dann kann ich diesen Fehler sofort feststellen. Im schlimmsten Fall habe ich eine Vorschädigung der Komponente, was zu einer deutlich reduzierten Lebensdauer führt. Die Frage ist jetzt, wie komme ich zu dem Lötprofil? Ich brauche Prozessvorgaben, die muss ich festlegen. Da kann ich mir zum Beispiel Normen oder Standards heranholen. Wir haben hier einmal Beispiele aus der DIN EN 61760-1 Oberflächenmontagetechnik. Dort gibt es vorgegebene Temperaturzeitprofile. Hier für ein Zinnbleilot mit entsprechenden Peak-Temperaturen. Schwarz die Temperatur am Anschluss, wie sie als Idealkurve hier zu sehen ist. Gestrichelt entsprechend die Prozessgrenzen. Das Ganze eben auch für einen Zinn-Silber-Kupfer-Reflow-Lötprozess. Auch hier wieder die gewünschte Sollkurve, aber eben auch dann entsprechende Prozessgrenzen bzw. Prozessfenster, die hier vorgestellt werden. Das sind zum einen die Informationen, die ich aus Normen oder Standards bekomme. Ich habe auch aus IPC-Standards die Möglichkeit, mir Temperatur-Zeitprofile herauszuholen. Was aber noch viel wichtiger ist, sind die Sollvorgaben der Materialhersteller, zum Beispiel von Lotpasten oder Lotdraht, wenn es in Richtung manuelle Lötprozesse geht, beziehungsweise Flussmittel zum Beispiel, wenn wir in Richtung Wellenlöten gehen. Hier ist einmal ein Beispiel für ein Lötprofil, wie es ein Lotpastenhersteller empfiehlt. Diese Temperaturzeit Kurve sollte ich möglichst einhalten. Auch hier wieder natürlich ein gewisses Prozessfenster gegeben zwischen oberer und unterer Temperatur. Aber ganz wichtig ist, wenn ich mich außerhalb dieses Prozessfensters bewege, dann laufe ich durchaus Gefahr, dass ich keinen Löterfolg erreiche. Entweder ist mein Flussmittel ausgetrocknet, bevor ich in die Peakzone komme, oder das Ganze wird viel zu schnell durchgeführt, das kann zu Lotspritzern führen. Letztendlich ist das Flussmittel in der Lotpaste, im Lotdraht oder auch das Flussmittel, was bei Wellenlöten aufgetragen ist, entscheidend für den Lötprozess. Wir müssen beim Flussmittel sehen, dass wir zum einen die Aufgabe haben, Oxidschichten auf den Lötoberflächen und auf dem Lot zu entfernen, aber natürlich auch die Lötoberflächen vor erneuter Oxidation zu schützen, bis die stoffschlüssige Verbindung zwischen Lot und Bauteilmetallisierung bzw. Substratmetallisierung hergestellt ist. Sie sehen hier bei der Flussmittelwirksamkeit eine obere Wirktemperatur, eine untere Wirktemperatur. Unterhalb der unteren Wirktemperatur passiert nichts. Oberhalb der oberen Wirktemperatur besteht die Gefahr, dass sich das Material zersetzt. Ich muss mich also hier im Lötprozessfenster des Flussmittels aufhalten mit meinem Lötprozess. Das kann sein ein Reflow-Lötprozess in unterschiedlichster Ausprägung als Sattelprofil oder als Linearprofil, aber genauso gut ein Wellenlötprozess. Wichtig ist, dass wir uns nicht außerhalb dieses Prozessfensters bewegen. Ist die Temperatur zu tief,
werden wir keinen Löterfolg erreichen, ist die Temperatur zu hoch, ebenfalls nicht. Und natürlich genauso wichtig die Zeit. Ich habe nur eine gewisse Menge an Flussmittel vorhanden. Wenn ich mich also außerhalb dieses Lötprozessfensters bewege und meinen Peak irgendwo hier hinten rechts setze, habe ich kein Flussmittel mehr zur Aktivierung. Und auch hier wird es mir schwerfallen, dann eine stoffschlüssige Lötstelle zu erzeugen. Ja, sollvorgehabene Materialhersteller sind das eine. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich noch Einschränkungen, die mir Leiterplatte oder Bauelementhersteller vorgeben. Bei der Leiterplatte sei erwähnt, die neigen natürlich zu Delaminationen, typischerweise diese FFIR-Materialien. Je nachdem, aus welchem Material sie bestehen, Standard-Epoxy mit einer eher niedrigeren Wärmebeständigkeit. Wir haben hier, um Delaminationen zu bestimmen, den Temperaturwert T260. Bis zu dieser Temperatur wird das Ganze aufgeheizt und die Frage ist, wann bei dieser Temperatur das Material anfängt zu delaminieren. Standardmaterialien nach wenigen Sekunden. Wenn ich jetzt Basismaterialien einsetze, die auf Novolack oder halogenfreien Systemen beruhen, dann habe ich hier durchaus Zeiten, die 10, 15 Minuten betragen bei 260 Grad oder zum Teil bis zu 30 Minuten. Das heißt, ich habe hier eine deutlich höhere Wärmebelastbarkeit der Leiterplattenmaterialien. Delamination ist das eine, Zersetzung, das heißt Gewichtsverlust der Materialien ist das andere. Auch hier wieder, je höher die Temperatur, desto stärker die Materialzersetzung meiner Leiterplatte. Und ich kann auch hier wieder mit halogenfreien Systemen oder sogenannten Novolack-Systemen die Temperatur, ab der eine Zersetzung eintritt, deutlich erhöhen, bis in die Richtung 350 oder zum Teil auch bis 400 Grad. Leiterplatte ist das eine, Bauelementehersteller, sprich Bauelemente das andere. Typische Frage immer, wie stark darf ich meinen SMD-Elko belasten? Hier einmal ein Beispiel so eines Aluminium-Elektrolyt-Kondensators mit entsprechender Information über Wärmebeständigkeit. Und diese Information, die ich hier finde, gibt mir nun gar nichts an Daten für meinen Lötprozess. Das heißt, es ist nicht immer unbedingt einfach, Informationen über die Wärmebeständigkeit von Komponenten aus den Datenblättern zu finden. Es kann durchaus sein, dass man hier tatsächlich eigene Versuche durchführen muss. Es kann aber auch anders aussehen. Hier ein Beispiel von einer SMD-Leiterplattenklemme, wo sehr gut beschrieben ist, das Ganze noch einmal groß herausgestellt, wie diese Komponenten einzusetzen sind. Hier wird referenziert auf das DIN-EN-Profil, das ich vorhin vorgestellt habe. Und es gibt auch noch Informationen zum Beispiel über den SMD-Schablonendruck. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist für die Prozessführung, ist die Feuchteempfindlichkeit von plastikgehäusten ICs. Hier ist zu bedenken, dass die Komponenten unterschiedliche Feuchtigkeitsklassen aufweisen, sogenannte MSL-Levels. Typischerweise finden wir den MSL-Level 3 bei IC-Plastikgehäusen, IC-Komponenten, also BGAs, QFNs und ähnlichen. Das heißt, ich darf diese Bauelemente 168 Stunden an Normalatmosphäre lagern, bevor sie gelötet werden. Das Problem ist, dass mit zunehmender Temperatur der Dampfdruck im Bauelement steigt, was dann eben zu Beschädigung der Komponenten führen kann. Wir sehen das hier einmal im Beispiel von Ultraschallbildern eines IC-Bauelementes. Rot dargestellt sind Bereiche, die Delamination aufweisen. Hier links einmal im Bereich des Leadframes, rechts im Bereich des Die-Attach. Und diese Delaminationen führen natürlich, wenn nicht sofort zum Ausfall der Komponente, dann aber zu einer deutlich verringerten Lebensdauer
Und das ist eher der unglücklichere Fall, wenn die Komponenten nicht frühzeitig beim Kunden ausfallen. Um diese Komponenten hinsichtlich Feuchteempfindlichkeit zu prüfen, werden sie nach dem JOD-Standard 020 einem Klassifizierungsprofil unterzogen. Mir ist ganz wichtig zu bemerken, dass dieses Profil tatsächlich kein Lötprofil ist, sondern das ist ein Wärmebelastungsprofil, das die Bauelementehersteller anwenden. Der Baugruppenfertiger muss sich unterhalb dieser Kurve befinden. Der Bauelementehersteller versucht sich leicht oberhalb dieser Kurve zu befinden bei seinem Belastungstest, um eben sicherzustellen, dass die Einstufung, die er für seine Bauelemente dann letztendlich definiert, zu einem sicheren Lötprozess beim Endkunden führt. Heizen ohne Schädigung bedeutet, ich habe eine Lötprozessoptimierung im Reflow-Lötprozess. Ich habe die Anforderung, dass ich Lötwärmebedarf ausreichend Lötwärme zuführe, zum einen zur Aktivierung des Flussmittels, dann um natürlich die Lötstelle, das heißt die Lotpaste, auf Löttemperatur aufheize. Löttemperatur bedeutet in diesem Fall deutlich über Liquidus. Wir sprechen von Peak-Temperaturen 240 bis 250 Grad bei einem SAC-Lot. Ich sollte die Löttemperatur innerhalb einer Zeit von circa 3 bis 5 Minuten erreichen, muss auf der anderen Seite dann aber auch bedenken, Lötwärmebeständigkeit von Bauelement und Leiterplatte. Hier natürlich Spezifikationen des Bauelementeherstellers beachten, bedeutet, ich habe eine definierte Aufheizgeschwindigkeit, typischerweise 2 bis 4 Grad pro Sekunde. Das kann auch durchaus in die Größenordnung 1 bis 2 Grad pro Sekunde gehen. Wichtig ist, dass die Bordtemperatur möglichst nicht länger als 4 Minuten über 190 Grad liegt und ich mich im Liquidus circa 30 bis 90 Sekunden bewege. Peak-Temperaturen sollten in der Größenordnung 20 Sekunden erreicht sein, möglichst nicht länger als 60 Sekunden. Und eine Wunsch-Peak-Temperatur wäre hier in der Größenordnung um die 245 Grad. Ich habe natürlich einen Bauteilmix auf meiner Baugruppe und werde nicht überall diese Wunschtemperatur erreichen, sondern ich habe auch hier wieder ein Prozessfenster, in dem ich mich bewege. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, was passiert, wenn Bauelemente eben zum Beispiel nach MSL3 eingestuft sind und zu lange in der Umgebungsluft gelagert wurden oder vielleicht sogar erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt werden, dann besteht durchaus die Gefahr, dass diese Komponenten hier einen Schaden davon tragen. Wir sehen hier ein Beispiel eines Rework-Prozesses. Sie sehen den Pastendruck, das ist ein QFP-Bauelement. Hier oben zu sehen Heißgasdüse des Rework-Systems, dann das QFP-Bauelement. Und ich hoffe, dass die Übertragung vernünftig rüberkommt. Sie sehen, wie das Lot entsprechend aufschmilzt. Wir haben eine gute Benennung. Das Lot zieht sich am Bauelementanschluss hoch. Leider ist der Lötprozess jetzt noch nicht zu Ende. Sie werden sehen, wie das Bauelement hier jetzt gleich abhebt und dann mit einmal schlagartig wieder abfällt. Das Problem ist, wenn Sie diesen Lötprozess hier jetzt so nur im Ergebnis sehen, sind Sie der Meinung, Sie haben hier eine sehr gute Lötstelle, eine sehr gute Lötung vorliegen. Das Bauelement sitzt sauber. Ich habe Benetzung an der Unterseite des Bauelementanschlusses und hier auch im hinteren Bereich des Beinchens. Was wir gesehen haben, war, dass Feuchte im Bauelement dazu geführt hat, dass erstmal durch die Dampfbildung sich das Motmaterial aufgebläht hat und dann in dem Moment, wo das Bauelement wieder runtergefallen ist, ist praktisch das Motmaterial aufgerissen.
die Gasblase ist entwichen und das Bauteil ist wieder runtergefallen. Hier unglücklicherweise eben genau auf die richtige Position, so dass im Endeffekt jetzt dieser Fehler nicht mehr zu sehen ist. Ich habe aber ein vorgeschädigtes Bauelement, möglicherweise sind sogar Bonddrähte im Inneren gerissen. Das hätte den Vorteil, dass die Komponente sofort ausfällt. Habe ich nur einen Riss und es kann Feuchtigkeit eindringen, bedeutet das, dass ich hier einen Ausfall in naher Zukunft provoziere, der dann unglücklicherweise beim Kunden auftritt. Durchsatzoptimierung ist natürlich der nächste Punkt, der wichtig ist, um zu einem Retrolöt-Profil zu kommen. Der Chef sagt, so schnell wie möglich. Ich möchte hier auch noch erwähnen, bitte im zulässigen Prozessfenster. Das heißt, ich kann natürlich schnell löten mit erhöhten Temperaturen, provoziere dann aber, dass ich Schäden meiner Baugruppe hier in Kauf nehmen muss. Und letztendlich, wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich meine Profilvorgaben habe, Vorgaben aus den Normenbeschränkungen durch Materialhersteller oder eben auch Leiterplatten- und Komponentenhersteller, dann geht es darum, das Ganze zu messen und den Prozess zu qualifizieren. Wie komme ich also von den Vorgaben zum besten Profil? Ich muss Material- und Maschinendaten ermitteln. Ich kann das Temperaturprofil simulieren. Wir haben dazu vor einiger Zeit eine Simulationssoftware entwickelt, die teilweise auch von Geräteherstellern übernommen wurde. Sie stellen die berechneten Maschinenparameter, also auf Basis der Simulation, ein, messen auf einer Testbaugruppe, gleichen Simulation und Messung ab und erarbeiten sich ein Temperaturprofil im Prozessfenster. Letztendlich müssen Sie hier bedenken, dass ich natürlich durch unterschiedliche Bauelemente, Volumina und vor allen Dingen unterschiedliche thermische Massen der Bauelemente einen Einfluss auf die örtliche Erwärmung habe. Ich möchte ein definiertes Temperaturprofil an allen Lötstellen erreichen, aber eben große Bauelemente sorgen dafür, dass ich lokal vergrößerte thermische Massen habe. Bedeutet typischerweise in dem Bereich habe ich niedrigere Temperaturen als bei kleinen Bauelementen und letztendlich bekomme ich nicht einen Temperaturverlauf auf der gesamten Baugruppe, sondern ich habe einen Streuband von Temperaturprofilen. Diese müssen aber alle im Prozessfenster liegen. Und wir haben hier einmal ein Beispiel einer Lötprofil-Simulation. Das ist die blaue Hüllkurve und letztendlich schwarz, das, was ich als Sollprofil mir selbst vorgegeben habe, auf Basis der Daten, die ich ermittelt habe. Und das Ziel ist jetzt letztendlich, diese Sollkurve möglichst gut abzubilden. Dazu brauche ich natürlich ein paar Hilfsmittel. Das ist zum einen der Datenaufnehmer. Ich brauche Messfühler. Wir verwenden für solche Anwendungen Mantelthermoelemente, Nickel-Chrom-Nickel, Typ K. Mit einem Fühleraußendurchmesser von 0,25 mm. Ich brauche noch ein paar weitere Hilfsmittel, Wärmeleitpass, SMD-Kleber, Kapton-Klebeband und nicht zu unterschätzen Stift und Notizblock, beziehungsweise irgendwo eine Möglichkeit, mir zu notieren, wo welcher Temperaturfühler angeordnet ist. Wie messe ich? Ich messe natürlich an den Lötstellen, weil ich die Beurteilung des Lötprozesses haben möchte. Das bedeutet auch an verdeckten Lötstellen, BGA-Ball, möglichst in der Mitte, heißt natürlich auch, um dort messen zu können, ich habe eine Messbaugruppe, die ich hinterher nicht mehr weiterverwenden kann, außer eben für weitere Temperaturmessungen, weil ich hier tatsächlich, um an diese verdeckten Lötstellen zu kommen, zerstörend arbeiten muss. Ich möchte den selektiven Temperaturverlauf an verschiedenen Lötstellen erfassen. Für TAT-Lötungen möglicherweise die Lötreihenfolge anpassen, um hier einen optimalen Temperaturverlauf zu erreichen. Hier einmal ein Beispiel so eines Mantelthermoelements. Wir sehen hier den Nickel-Chrom-Nickel oder den Edelstahlmantel und dann ein Nickeldraht, ein Nickel-Chrom-Draht, die vorne miteinander verschweißt sind. Das Ganze in einem
Keramikpulver eingebettet, Außendurchmesser 0,25 mm. Und hier dann einmal ein Beispiel für die Anordnung verschiedener Thermoelemente. Hier direkt an einem BGA-Ball, direkt im Lötanschluss, hier ein Temperaturfühler, der auf dem Bauelement mittig drauf liegt. Habe ich einen Wellenlötprozess, macht es durchaus Sinn, auch noch einen Feinfühler zu verwenden, um Temperaturen zum Beispiel im Vorheizprozess, aber auch in der Welle zu erfassen. Ich messe natürlich an temperatursensitiven Komponenten oder eben an exponierten Positionen auf der Leiterplatte. Ich will Grenztemperaturen erfassen. Das heißt, wo wird es möglicherweise zu heiß? Und auf der anderen Seite, wo erreiche ich möglicherweise nicht meine notwendige Löttemperatur? Hier nochmal ein Beispiel, wie Temperaturfühler in BGA-Lötstellen angeordnet sind. Das ist jetzt ein Testboard, bei dem wir hier Bohrungen schon vorgesehen haben, um Temperaturfühler direkt am BGA-Lötanschlüsse hier einzuführen, genau hier. Das kann man natürlich nur auf einem Testboard machen. Ansonsten bei einem funktionellen Board bedeutet natürlich diese Bohrung in einem Pad, dass hier Lot abgeführt wird und natürlich die Lötstelle geschwächt wird. Ich messe das Temperaturprofil. Wie gesagt, Bereiche minimaler und maximaler thermischer Masse muss ich hierbei berücksichtigen. Ich kann das Ganze, also die Temperaturfühler, mittels wenig SMD-Kleber und Kapton-Klebeband auf der Leiterplatte befestigen, mittels kleinster Mengenwärmeleitpaste am Lötanschluss oder in einer Durchkontaktierung. Je mehr ich von der Wärmeleitpaste nehme, insbesondere bei kleinen Komponenten, desto mehr beeinflusst es meine Messung. Und insbesondere, wenn ich die Fühler mit Kapton-Klebeband befestige, das klebt nicht mehr auf der Wärmeleitpaste. Ganz wichtig, die Anbringung der Thermoelemente ist absolut entscheidend über die Qualität der Messung. Ich muss auch den Messaufbau nach der Messung prüfen, um systematische Messfehler auszuschließen, zum Beispiel Ablösungen von Temperaturfühlern. Es gibt ein paar Beispielmessungen, die ich jetzt hier nicht in der Präsentation drin habe, wo man sehr schön sehen kann, wo Temperaturfühler sich abgelöst haben, beziehungsweise andere Einflüsse von außen dazu führen, dass Fehlmessungen provoziert werden. Hier ein Beispiel an einem unserer Testboards, wo typischerweise Temperaturfühler angebracht werden. Hier ein Taster, oben direkt auf dem Tasterknopf. Das ist ein temperaturempfindliches Bauelement, um hier eben sicherzustellen, dass durch den Lötprozess diese ganze Mechanik nicht beschädigt wird. Die LEDs sind temperaturkritisch. Ich messe einmal oben auf der LED, ich messe an einem Lötanschluss der LED. Hier eine Temperaturfühler, der sich auf der Unterseite der Leiterplatte befindet. Ein thermisch massives Bauelement, ein PLCC, wo ich dann an der Seite einen Temperaturfühler anbringe oder zum Beispiel beim BGA auf der Oberseite und eben verdeckt an einem mittleren Lötanschluss. Und ich erhalte letztendlich hier ein Temperaturprofil, was sich in diesem Beispiel eben durch ein Streuband darstellt. Ich habe einmal die niedrigste Temperatur hier am BGA-Anschluss in der Mitte, das ist die grüne Kurve, und ich habe auf der LED die höchste Temperatur, das ist die schwarze Kurve. Ich kann hier jeweils sogar die einzelnen Zonen meiner Lötanlage sehen. Die Spreizung dieser Temperaturmessung kann ich natürlich entsprechend verringern, wenn ich mit deutlich mehr Zonen in meinem Reflo-Ofen arbeite. Wichtig ist, dass ich mich hier mit eben im Prozessfenster befinde, das mir vorgegeben wird durch Leiterplatte, Bauelemente, Lotpaste. Und letztendlich kann man hier einmal sehen, die Profilvorhersage, die wir vorher gemacht haben, blau dargestellt und dann die einzelnen Temperaturkurven, die sich hier eben durchaus innerhalb dieser Profilvorhersage befinden. Ich möchte nochmal ein Beispiel für die Messung an einem SMD-Steckverbinder vorstellen. Hier haben wir im Rahmen eines Reebok-Arbeitskreises Reebok-Prozesse qualifiziert, unter anderem eben auch Temperaturprofile. Und wir haben hier
für einen REWOC-Anwendungsfall an so einem SND-Steckverbinder mehrere Thermoelemente angebracht. Wir messen praktisch über die gesamte Länge des Bauelements, das sind ungefähr 35 mm. Sie können hier die verschiedenen Positionen der Temperaturfühler sehen. Kritisch ist das Ganze insofern, weil ich eben verdeckte Lötanschlüsse habe und ich auch da wissen möchte, wie warm wird es an diesen verdeckten Lötanschlüssen, um sicherzustellen, dass ich zum einen das Bauelement nicht überhitze, dafür der Temperaturfühler auf der Bauelementoberseite, hier Thermoelement 4, Gehäuse Mitte, aber eben auch, um zu sehen, wie habe ich einen Temperaturverlauf über das Bauelement. Und letztendlich ergibt sich hier die entsprechende Temperaturmessung. Wir sehen, Gehäuse Mitte 268 Grad ist aber für dieses Bauelement unkritisch. Der Bauelementehersteller garantiert hier eine Maximaltemperatur von 280 Grad. Was auffällig ist, ist, dass wir hier einen relativ hohen Temperaturunterschied haben von über 10 Grad über die Länge des Bauelements von ca. 35 mm. Das wäre so nicht zu erwarten. Wir haben uns also dann im Einzelnen die Positionierung der Temperaturfühler genau angeschaut und sehen, dass der eine Ecktemperaturfühler hier, in der Draufsicht kann man sehr schön sehen, die beiden Thermoelementräte. Und hier rechts sieht man eben, dass tatsächlich der Fühler zwar in der Bohrung sitzt, aber eben nicht direkt am Bauelementanschluss. Hier ist es so, diese geringe Differenz wird dann durch die Wärmeleitpaste überbrückt. Das ist hier völlig unkritisch. Ganz anders sieht es hier auf der anderen Seite aus. Der Thermoelementfühler hier hat einen zu großen Abstand, hat keinen direkten Kontakt mehr zum Bauelementanschluss und misst demzufolge eine zu niedrige Temperatur. Der Temperaturfühler hier eben nochmal wieder nachkorrigiert. Jetzt habe ich auch den richtigen Kontakt, was mir letztendlich in der Temperaturmessung hier eine deutlich höhere Temperatur gibt. Wir haben hier die zwei Temperaturkurven übereinander gelegt. Rot und Grün sind nahezu identische Messwerte. Blau haben wir einmal den Messwert 224 Grad vorher, 229 Grad nachher. Und ich habe jetzt eine Differenz von 5 Grad über das Bauelement. Das ist durchaus akzeptabel und auch zu erklären, da wir hier eben mit einem REWOC-Prozess arbeiten und von oben nur über eine Heißgasdüse selektiv Wärme einführen. Ganz wichtig eben hierbei, dass Sie tatsächlich eben prüfen, ob die Temperaturfühler in der richtigen Position sitzen, um solche Fehlmessungen auszuschließen, die nicht unbedingt vom Messergebnis her als Fehlmessung ersichtlich sind. Ich muss die Messergebnisse auswerten, das heißt eben auf Plausibilität prüfen. Wenn Sie 320 Grad messen und Sie haben also eingestellte Gastemperatur von 280 Grad, kann da was nicht stimmen. Sie müssen dann das Lötprofil natürlich im Hinblick auf einen stabilen Prozess einfahren, möglichst in der Mitte des Prozessfensters liegen, dass Sie dann auch Schwankungen in der Anlieferqualität der Bauelemente, vielleicht dicken Schwankungen der Leiterplatte, entsprechend ausgleichen können. Sie müssen den Prozess qualifizieren, am besten die Lötqualität an einer Testbaugruppe qualifizieren, mittels optischer Inspektion, Röntgen oder Querschliffanalyse. Und wenn Sie es ganz genau treiben wollen, dann natürlich auch noch die Zuverlässigkeitsanalyse. Und letztendlich im weiteren Verlauf dann die Lötanlage überwachen, bedeutet eine laufende Prozesskontrolle. Um die Qualität jetzt zu verifizieren, haben wir zum Beispiel Vorgaben nach der IPC A610. Dazu gehören dann optische Inspektion, Röntgeninspektion, Funktionstest. Notwendig, wenn ich grenzwertige Lötprozesse habe, ist tatsächlich eine zerstörende Prüfung, Querschliffanalyse, um eben nachzuweisen, dass ich zum einen, wenn ich mit niedrigen Temperaturen arbeite, auch stoffschlüssige Verbindungen herstellen kann. Oder wenn ich grenzwertig hohe Temperaturen habe, dass ich keine Beschädigung von Bauelement oder Leiterplatte provoziere. Letztendlich optische Inspektion können wir hier einmal sehen, einen außenliegenden Lötanschluss. Wir sehen einen Ausschnitt aus einem BGA-Bauelement hier oben, der Kunststoffkörper des Bauelements, hier dann die Lötanschlüsse, die auch weiter nach hinten dann noch verlaufen. Und ich habe eine sehr schöne gleichmäßige Lötstellenausbildung
mit entsprechender Tonnenform. Also ganz im Gegenteil zu dem Bild, was wir ganz zu Anfang gesehen haben. Nächste Qualitätsprüfung wäre dann zum Beispiel die Röntgeninspektion. Auch hier zu sehen, eben sehr gute Lötstellen. Die einzelnen BGA-Balls sind gleichmäßig umgeschmolzen. Wir sehen einzelne Poren, die aber von der Ausdehnung und vom Volumen her und Anzahl der Poren völlig unkritisch sind. Wir haben auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze dann eben entsprechend im Röntgen-CT zu analysieren. Wir wollen hier einmal uns praktisch durch so einen QFN bewegen. Wir sehen hier außen die Lötstellen, bewegen uns jetzt weiter nach innen. Angedeutet kann man hier schon die Bonddrähte sehen. Und wir kommen jetzt in den Bereich der thermischen Lötung, das heißt das Mittelpad, wo wir hier dann auch entsprechend bohren sehen und wir hier dann letztendlich die mehr oder weniger gute Lötung uns im Schnittbild bzw. im Durchflug hier anschauen können. So hat man eben auch noch die Möglichkeit, dann eine zusätzliche Qualifikation durchzuführen, anders als in der 2D-Durchstrahlung, wo es nur darum geht, Poren ja oder nein. Hier kann ich jetzt auch tatsächlich noch die Position der Poren entsprechend analysieren. Abschließend zur Verifikation gehört dann natürlich auch noch die zerstörende Prüfung, das heißt Querschliffanalyse. Hier geht es darum nachzuweisen, dass ich sowohl stoffschlüssige Anbindungen bauelementseitig als auch leiterplattenseitig habe und eben auch die Ausbildung der Lötstelle hier inklusive Darstellung der einzelnen Phasen sichtbar machen kann. Ich möchte die Ergebnisse einmal zusammenfassen. Eine qualifizierte Prozessoptimierung, das ist die Voraussetzung, um zuverlässige Baugruppen herstellen zu können. Ich erhalte Vorgaben für mein Lötprozessfenster, zum einen aus Normen oder Standards, aber natürlich auch aus den Materialdaten. Das heißt, ich muss hier berücksichtigen Lötwärmebelastung, Beständigkeit von Leiterplatte und Bauelement, aber eben auch, wie sieht es aus mit den Lötpasten. Die Lötprofile sind produktspezifisch. Natürlich auch die Lötverfahren. Ich kann nicht auf jedes Produkt ein Reflow-Lötverfahren anwenden. Ganz wichtig ist eben auch, die Handhabung von Bauteil und Baugruppe muss eben auf den jeweiligen Lötprozess abgestimmt sein. Stichwort Feuchteempfindlichkeit von Komponenten, aber eben auch Temperaturstabilität. Mittels Simulationsrechnung kann ich den Prozess der Profiloptimierung unterstützen und ich kann den Messaufwand, der durchaus bei komplexen Baugruppen einen halben Tag oder länger betragen kann. Also wir gehen von vielleicht 5 bis 6 Messungen aus. Eine Messung inklusive Abkühlen der Baugruppe wieder auf Raumtemperatur, bevor die nächste Messung durchgeführt werden kann, kann durchaus in der Größenordnung einer halben Stunde liegen. Und wenn ich die Linie einen halben Tag belege, sind die Kollegen sicherlich nicht glücklich, weil sie natürlich entsprechend produzieren müssen. Mittels Simulationsrechnung kann ich diesen Messaufwand auf 2, maximal 3 Messungen reduzieren. Ich brauche ein Temperaturprofil, das ich ermittle und ich muss sicherstellen, dass das Temperaturprofil eben auch reproduzierbar eingehalten wird. Die Qualität kann ich verifizieren, typischerweise optisch, mittels Röntgen, wenn ich verdeckte Lötstellen habe. Elektrische Messtechnik ist hier natürlich auch ein Mittel der Wahl. Und letztendlich, wenn ich grenzwertige Prozessparameter habe, dann muss ich zu zerstörenden Prüfungen greifen, Querschliffanalyse. Das Arbeitsziel, das wir haben zur Herstellung zuverlässiger Elektronik, ist hier eben das Prozessfenster für sicheres Löten. Und das schließt eben Bauelemente, Leiterplatte, Lötpaste ein. Wir können Sie gerne dabei unterstützen, wenn Sie
Ihren Prozess einfahren wollen. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung. Perfekt, vielen Dank. War ein wunderbarer Vortrag. Es sind auch einige Fragen eingetroffen und ich würde gleich mal mit der ersten beginnen. Die Frage ist, wie sieht das mit dem Einlöten des Füllers in die Lötstelle aus? Also wir hatten ja das Thema, dass es ja eingeführt bzw. reingesteckt. Wie sieht das mit dem Löten aus? Es besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, Temperaturfühler auch anzulöten, aber diese Mantelthermoelemente, die wir verwenden, sind mit einem Edelstahlmantel versehen und der hat die Eigenschaft, eben schlecht benetzbar zu sein. Um einen Temperaturfühler einlöten zu können, muss ich natürlich ein Lot verwenden, was sich oberhalb meiner Schmelztemperatur, zum Beispiel des SAC-Lotes, befindet. Das würde bedeuten, ich muss ein hochbleihaltiges Lot nehmen. Das Lot ist auf der anderen Seite wieder schlecht benetzend, so dass letztendlich, wenn ich versuche, einen Temperaturfühler einzulöten, ich das zwar theoretisch hinbekomme, praktisch aber das Problem habe, dass ich so viel Lot einbringen muss, um hier einen Kontakt zu erzeugen, dass ich meine Messstelle damit sehr stark beeinflusse. Das heißt, ich bringe sehr viel thermische Masse ein. Wir haben, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen gemacht, mit wenig Wärmeleitpaste und Kapton-Klebeband das Ganze abzudecken, beziehungsweise es gibt auch noch Aluminium-Klebeband, was also auch da sehr gute Wärmeleiteigenschaften und hier eben auch zu einer dauerhaften Fixierung führt, womit ich eben dann zuverlässige Temperaturmessungen durchführen kann, ohne meine Messstelle zu sehr zu beeinflussen. Gut, das kommt nämlich gleich zur nächsten Frage weiter. Die geht nämlich dann in die Richtung, wie wird gewährleistet, dass beim Wellenlöten die Thermofühler auf der Bordunterseite nicht benetzt werden, wenn man Kartonklebeband verwendet? Wenn ich die Temperaturfühler auf der Unterseite mit Kartonklebeband abdecke, dann habe ich natürlich keine Benetzung der Temperaturfühler. Das ist auf jeden Fall sichergestellt. Und wenn ich das Kapton-Klebeband, wie gesagt, also nur einfach verwende, also nicht zwei oder drei Lagen übereinander klebe, dann ist die Beeinflussung der gemessenen Temperatur durch das Kapton-Klebeband so gering, dass ich davon ausgehen kann, dass ich reale Temperaturen erfasse. Perfekt. Dann ist noch eine Frage gekommen zum Thema. Die Frage kann ich beantworten. Bekommen wir die Präsentation im Anschluss zugeschickt? Grundsätzlich ist es so, dass die Präsentationen für alle FED-Mitglieder im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt werden und dort auch downgeloadet werden können. Das Video oder die Aufzeichnung der Vorträge von heute werden auf dem FED-YouTube-Channel in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt und können nochmal angesehen werden. Dann war noch eine Frage, muss man beim Thema Delaminationen beim Löten besonders aufpassen, wenn Platinen Mehrfachverpressungen im Produktionsprozess hatten, zum Beispiel bei Blind oder Buried Wires? Besonders aufpassen eigentlich nicht, wenn der Leiterplattenhersteller sein Geschäft versteht und die Leiterplatte ordnungsgemäß gefertigt hat, dann haben sie keine Probleme mit Delamination. Es kann auf der anderen Seite natürlich Probleme geben, wenn Sie starke Unterschiede haben in der Kupferbewegung oder zum Beispiel auch die Kupferbereiche, dass dann möglicherweise von dem Lagenaufbau, den Sie vielleicht im Leiterplattenhersteller vorgeben, nicht ausreichend Harzmaterial zur Verfügung gestellt wird, um dort entsprechend alle Bereiche sicher verpressen zu können, also möglichst auch blasenfrei. Da würde ich aber erwarten, dass der Plattenhersteller dann Rücksprache hält und Ihnen nochmal den Lagenaufbau optimiert. Vielleicht noch ein Punkt zur Delamination. Sollte sich bei dem Temperaturmessboard eine Delamination einstellen, weil das Ganze eben mehrfach durch den Riegelofen gefahren ist, dann ist es wichtig zu bedenken, dass diese Delamination natürlich die Temperaturmessung beeinflusst, weil ich dann einen ganz anderen Wärmeübergang habe und ich damit möglicherweise falsche Temperaturmesswerte erhalte. Das bedeutet eben auch, ich muss nach der Temperaturmessung nicht nur schauen, ob die Fühler am richtigen Ort sind, sondern eben auch, ob meine Leiterplatte hier keinen Schaden genommen hat.
Sehr gut. Dann wäre noch eine Frage bei der zerstörenden Prüfung. Möchte man die intermetallische Faser bei Schliffblech prüfen? Wie stark bzw. wie dick sollte diese intermetallische Faser sein? Was sind Kriterien für eine fehlende stoffflüssige Verbindung? Die intermetallische Faser sollte vorhanden sein. Das wäre das Kriterium, möglichst durchgängig. Zur Dicke kann man keinen konkreten Wert angeben. Typischerweise ist, wenn Sie eine Kupferoberfläche haben oder eine Nickeloberfläche und Sie haben einen Zinnsilber Kupferlot, sind beim einmaligen Rückprozess typische Phasenstärken in der Größenordnung weniger Mikrometer vorhanden. Das kann durch Mehrfachlötprozesse durchaus auf 10 oder 20 Mikrometer anwachsen, ist aber im Allgemeinen unkritisch. Sollten Sie sehr schmale Lötstellen haben oder sehr, sehr dünne Lotspalte, dann besteht durchaus die Gefahr, dass die Phasen durchwachsen. Hier könnte es problematisch werden, weil diese Phasen typischerweise spröde sind. Das kann also später zu einem Ausfall bei mechanischer Belastung oder thermomechanischer Belastung führen. Das müsste man sich aber tatsächlich im Einzelfall ansehen. Diese dünnen Lotspalte haben Sie typischerweise bei kleinsten Komponenten, die aber dann durch thermomechanische Belastung sich eher unkritisch zeigen, also eine hohe Temperatur, Zyklenfestigkeit aufweisen, sodass also im Normalfall bei, sagen wir mal, 3, 4 Lötprozessen die Phasenbildung, die dort entsteht, meistens als unkritisch anzusehen ist. Ist die stoffschlüssige Phase nicht durchgängig vorhanden? Sehen Sie dort Ablösungen in dem Phasenbereich oder vielleicht sogar Fehlstellen in Form von Hohlräumen? Würde das natürlich auf Benetzungsprobleme hindeuten. Und das wäre ein Zeichen dafür, dass die Gefahr besteht, dass die Baugruppe, sprich das Produkt, also, früher ausfällt als die vorgegebene Lebensdauer. Gut, ich kann nur sagen, jetzt sind da ungefähr noch 20 Fragen offen. Die können wir jetzt nicht durchgehen. Ich würde wirklich noch eine letzte Frage hier durchgehen und den Rest würde ich sammeln und würde ich noch dann den Herrn Szymanski zur Verfügung stellen, damit er die im Nachgang dann beantworten kann. Aber die letzte Frage, die hier noch inwieweit würden Sie eine Trocknung der Leiterplatte in Bezug auf das Lötprofil und die Laminationen bewerten? Leiterplatten sollten gemäß Hersteller Vorgabe, also Leiterplattenherstellervorgabe gelagert werden. Das bedeutet, insbesondere wenn Sie nicht nur starre Leiterplatten, sondern Starflex-Leiterplatten oder Flex-Leiterplatten verwenden, die natürlich auf jeden Fall getrocknet werden müssen und dann innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, 2 bis 6 Stunden, je nach Herstellervorgabe, nach dem Trocknungsvorgang auch den Lötprozess passieren müssen. Ansonsten bei den meisten Anwendungen, wenn Sie starre Leiterplatten haben, nicht notwendig, die Leiterplatten zusätzlich zu trocknen. Wenn Sie die Leiterplatten eben gemäß Leiterplattenherstellerempfehlung gelagert haben. Das kann sein, entweder eine Lagerung im Trockenschrank oder eben auch in luftdichter Verpackung. Da müssen Sie eben schauen, was der Leiterplattenhersteller dort vorgibt. Und wichtig ist natürlich in dem Zuge auch, dass die Leiterplatten möglichst nicht überlagert werden vom Zeitraum her, insbesondere wenn Sie chemisch dünne Oberflächen haben, die ja nur begrenzt lagerfähig sind. Perfekt. Super, vielen Dank. Also war wirklich ein sehr spannender und guter Vortrag. Hiermit würde man sagen, die Frage- und Antwortrunde ist beendet. Und ich würde dann übergehen zum nächsten Vortrag, den uns der Herr Albrecht bringen wird. Und ja, ich melde mich dann nachher wieder zur nächsten Frage und Antwort. Viel Spaß. So, hallo, ein Willkommen in die Runde.
Ich hoffe, alle können mich gut verstehen. Ja, willkommen zum zweiten Vortrag. Das Thema steht hier: In-situ-Röntgenverfahren zur Charakterisierung von Lötprozessen und thermomechanischen Vorgängen. Wir wollen heute mal wirklich zugucken, reinschauen in die Lötstelle, was passiert eigentlich während des Aufhaltens, während des Umschmelzens, wie entstehen Voids oder andere Phänomene. Zu meiner Person, mein Name ist Oliver Albrecht, ich bin Mitarbeiter am Zentrum für mikrotechnische Produktion, dort in der Arbeitsrichtung zerstörungsfreie Prüfung. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppe sind meine Forschungsgebiete vor allem so die Schadensanalyse von elektronischen Komponenten und Baugruppen, Charakterisierung von neuen Materialien und Prozessen der Aufbau- und Verbindungstechnik. Dazu gehört zum Beispiel auch die In-situ-Röntgen-Charakterisierung von thermomechanischen Prozessen sowie die Entwicklung und Weiterentwicklung von Bildverarbeitungsmethoden. Die Gliederung habe ich mir wie folgt vorgestellt. Ich möchte Ihnen kurz unser Institut oder die beiden Institute vorstellen, kurz was zur Motivation erzählen. Ich denke mal, für die meisten von Ihnen sind vielleicht so die Grundlagen der Radiografie ganz interessant. Dann werde ich Ihnen den Aufbau der Messzelle vorführen, Möglichkeiten, die wir mit den Verfahren haben. Und dann habe ich einige Beispiele für Sie mal rausgesucht und dann wollen wir eine Zusammenfassung schließen. Also bevor wir in das Thema des Vortrags ein bisschen einsteigen, möchte ich kurz zeigen, wer wir sind und wo wir eingegliedert sind. Ich komme von der Technischen Universität Dresden. Die Dresdner Universität ist jetzt schon einige Tage alt, jetzt fast 200 Jahre. Das Gründungsdatum seit 1961 fungiert als Technische Universität in Dresden. Wir haben 5 Bereiche mit 17 Fakultäten und reichlich 30.000 Studenten. Seit 2012 besitzt die TU Dresden sogar den Exzellenzstatus, welcher im Jahr 2019 sogar erneuert wurde. Wir sind selber angegliedert in der Fakultät Elektrotechnik, Informationstechnik und aber wir sind so vertreten durch das Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik sowie durch das Zentrum für mikrotechnische Produktion auf der folgenden Folie. Sehen Sie mal die Verantwortlichen. Das ist eigentlich ein Verbund, der sehr eng miteinander harmoniert. Die Kollegen tauschen sich regelmäßig aus und am Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik, da steht der Herr Professor Karl-Heinz Bock an erster Front, vertreten durch den Herrn Professor Thomas Zerner. Und beim Zentrum für mikrotechnische Produktion, das ist genau andersrum. Einige von Ihnen sind mir die Namen noch bekannt, die hier stehen, mit dem Herrn Martin Oppermann. Wenn wir jetzt kommen zur Einordnung der Aufbau- und Verbindungstechnik, dann sehen wir uns als eines der größten universitären Einrichtungen innerhalb von Deutschland. Eigentlich quasi so als Vermittler. Bei uns ist die Systemintegration im Vordergrund und so unser Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich die ganzheitliche Betrachtung der Aufbau- und Verbindungstechnik als Einheit für Verfahrens- und prozesstechnologische Aufgabenstellung. Ja, der Hintergrund ist den meisten von Ihnen sicherlich klar, ne? Materialien, Verfahren, Prozessabläufe und Technologien sind wichtig bei der Montage von elektronischen Komponenten, aber auch für die Herstellung von ganzen Baugruppen, sowie natürlich auch deren Charakterisierung. Und die AVD beeinflusst entscheidend die funktionellen Eigenschaften eines Systems, sowie aber auch die Zuverlässigkeit, aber auch die Gesamtkosten. Hier sehen Sie ein schönes Bild von unserem Laborgebäude, der Hanna-Hartmann-Bau auf der Nötnitzer Straße. Mit einer Gesamtlaborfläche von knapp 2000 Quadratmetern, davon nutzen wir ungefähr 60%. Und alle Arbeitsrichtungen von unseren beiden Einrichtungen sind dort vereint unter einem Dach. Und die Arbeitsrichtungen im Speziellen, wir haben die biokompatible AVT, wir haben aber auch verschiedene Substrattechnologien im Einsatz. Dazu gehören dann auch die organischen oder ganz normalen Leiterplattenmaterialien. Aber auch keramische Vertratungsträger, wir haben Mikrokontaktierverfahren, die Oberflächenmontage ist stark vertreten, das Leit- und Montagekleben, die optische Verbindungstechnik,
3D-Integration, aber auch sehr stark Prozessentwicklung, aber auch Zusätzlichkeitsuntersuchung. Da haben wir auch mehrere Prüfstände und natürlich auch diverse Möglichkeiten, um die Produkte oder Teilprodukte zerstörungsfrei, aber auch zerstörend zu überprüfen. Steigen wir ein ins Thema und zur Motivation. Das war eigentlich so mit Anlass gewesen, die ganze Sache intensiv auszubauen. Die Lötstelleninspektion für Leistungselektronik. Das ist, denke ich mal, vielen von Ihnen bekannt. Da sind die Akzeptanzkriterien ziemlich streng. Man will wenig Volt, keine Lunker. Und wenn ich jetzt mal zwei Röntgenbilder gegenüberhalte, das linke als gutes Beispiel, das rechte als schlechtes Beispiel, dann sehen wir hier im Röntgenbild ganz deutlich Volt in verschiedenen Größen. Wir sehen aber auch Lunker, die nach außen offen sind, auf der rechten Seite. Das könnten jetzt Bilder sein von vermeintlich identischen Objekten. Das könnten aber auch Bilder sein von nach zwei aufeinanderfolgenden Lötungen. Ja, das linke Beispiel erstmal, wenn genau dieses Halbleiterelement auf einer DCB gelötet wird, und wenn das rechte, wenn die DCB auf einen Kühlkörper gelötet wird. Ja, die Fälle, die treten wirklich auf. Ja, und jetzt müssen wir unterscheiden oder herausfinden, worin liegen eigentlich Unterschiede in der Lötqualität, was könnten dort Einflussgrößen sein, die hier auf den Voltgehalt wirken, aber auch entstehen von den Lunkern. Und was sind so erstmal die gängigen Sachen, die hier eine Rolle spielen könnten? Das ist zum einen Einflüsse, die vom Substrat kommen, natürlich aber auch vom Bauelement selbst kommen können, von der Rückseitenmetallisierung. Der Pastentyp kann hier eine Rolle spielen. Natürlich aber auch die Schablone, Schablonenöffnung, Schablonendicke. Und wie eben gerade angesprochen, auch von Herrn Schimanski, natürlich auch das Profil. Ja, was sich auch immer einfügen muss in die Auswahl der Komponenten, in der Paste und so weiter. Also brauchen wir quasi eine Vorrichtung oder eine Möglichkeit, vertiefende Untersuchungen zur Lötqualität am unmittelbaren Ort durchzuführen. Oder anders gesagt, in situ. Wenn wir uns im Allgemeinen nochmal die Qualität von elektronischen Baugruppen vor Augen halten, dann gibt es zum Beispiel in der DIN 55350 den Ausspruch, Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse beziehen. Im Allgemeinen kann man so zusammenfassen, dass die Produktqualität sich aus der Funktion, aber auch aus der Zuverlässigkeit zusammensetzt und sie wird, wie Sie denken alle wissen, von vielen Faktoren beeinflusst. Wenn wir uns jetzt mal den Qualitätskreis nach Mensing vor Augen halten, der ungefähr den Produktlebenszyklus nachbildet, dann sehen Sie hier die verschiedenen Planungsphasen, Realisierungsphasen, Nutzungsphasen, die innerlich auch nochmal unterteilt sind. Und wenn wir uns jetzt nur auf den SMD-Fertigungsprozess konzentrieren, reicht das an sich nicht aus. Wir müssen immer die vor- und nachgelagerten Teilschritte auch noch mit einbeziehen. Ja, wir müssen gucken auf die Bauteilbeschaffung, aber auch auf den ganzen Entwurf, aber auch auf die Endprüfung. Wir müssen dann auch die Anwendung, die Feldbedingungen im Hintergrund behalten, um die Qualität richtig bewerten zu können. Ja, in der Regel nehme ich Stichproben für meine Prozesskontrolle. Also ich gucke mir einzelne Lötstellen aus und gucke, ob mein Prozess noch quasi innerhalb von seinem Toleranzfenster ist. Und ich kann dort ein bisschen ein paar Stellschrauben zielen. Ja, aber richtig zielgerichtete Verbesserungen kriege ich nur mit der maximalen Informationsausbeute und die kriege ich wirklich nur rein, wenn ich wirklich verstehe, was passiert in meinem Fertigungs- und in meinem Lötprozess. Darum auch hier nochmal Einblick in den Lötprozess sind wirklich notwendig. In der Folie vorher waren ein paar Einflussfaktoren, Einflussgrößen mal dargestellt. Wenn ich jetzt hier nochmal eins der Ishikawa-Diagramme aufwerbe, die in der Void-Expert-Datenbank enthalten sind, dann sehe ich, dass, wenn ich nochmal nur auf die Schablone gucke oder auf Substrat oder auf die Lotpaste, dass es dort immer noch Teilgruppen gibt, die auch nochmal hier entscheidend einwirken können. Ja, bei den Schablonen zum Beispiel das Material, das Layout, aber auch die Dicke
beim Lotpasten gibt es so viele verschiedene Flussmittelsysteme von verschiedenen Anbietern, die eine Rolle spielen können. Die Korngröße, die Lagerung, die Alters, natürlich auch die Legierung. Und wenn wir auch noch weitergehen zum Lötverfahren, dann ist die Versuchsmatrix gigantisch groß und wir müssen versuchen, hier ein bisschen Ordnung zu kriegen. Bevor ich jetzt die Siedlungszelle vorstelle, will ich noch mal kurz auf die Grundlagen der Radiografie eingehen. Die nutzen wir hier zur Charakterisierung. Und Röntgenstrahlen an sich, das sind elektromagnetische Wellen im Wellenlängenbereich von 10 hoch minus 9 bis minus, 10 hoch minus 12 Metern. Oder anders ausgesprochen, im Energiebereich ungefähr von einem Kiloelektronenvolt bis ungefähr ein Megaelektronen. Diese entstehen meistens immer in Elektronenröhren, wie sie hier in der Mitte dargestellt sind, durch die starke Beschleunigung oder Abbremsen von geladenen Teilchen, die sind als beschleunigte Elektronen, auf ein Target. Und da entstehen durch hochenergetische Übergänge in die Elektronenhülle von den Atomen oder von Molekülen die charakteristische Strahlung und durch die abbremsende Bremsstrahlung. Wir haben quasi ein Spektrum, was wir hier ausnutzen, mit verschiedenen Energien. Da die Röntgenstrahlen Photonen sind, sehen wir hier auch, hat sie die Eigenschaft, Materialien indirekt auch zu ionisieren zu können. Durch Absorption der Röntgenstrahlung sind wir in der Lage, die innere Struktur von Objekten darzustellen. Und im Wesentlichen sind hier die Fotoabsorption und die Compton, die klassische Streuung, verantwortlich für die Absorption. Die Absorption ist des Weiteren auch noch direkt abhängig von der eingebrachten Energie der Röntgenstrahlen. Ja, Sie sehen hier die Wellenlänge und Energie mit der dritten Potenz ein in die Absorption. Genauso aber auch die Ordnungszahl der zu untersuchenden Materialien. Na, hier können wir sehr gut nach verschiedenen Elementen unterscheiden. Auch das geht mit der dritten Potenz ein. Und dann ein linearer Zusammenhang besteht dann aber mit der Dichte und mit der Dicke der untersuchten Materialien. Ja, durch die energetischen Eigenschaften können wir, wie gesagt, Materie durchdringen. Ja, die Schwächung erfolgt dann durch die Wechselwirkung und wir können somit die chemischen, physikalischen, aber auch strukturellen Eigenschaften von unseren Objekten charakterisieren. Das sind so grobe Anwendungen. Oder das, was sind Anwendungen? Das ist zum einen die Röntgen-Grobstrukturanalyse. Das sind die Sachen, die bei den meisten von Ihnen Begriff sind. Das ist die klassische Radiografie. Ja, hier mal kurz dargestellt mit der Lötstelleninspektion. Da hat man gerade ein paar Bilder gesehen. Es folgen noch ein paar mit der Bontrad-Inspektion, aber auch für die Analyse von inneren Strukturen von unseren Komponenten. Und wenn es dann ins Detail gehen soll, wir wollen wirklich die Materialien ermitteln, dann gehen wir in den Bereich der Röntgen-Feinstrukturanalyse. Dort sind dann Verfahren der Röntgenfluoreszenzanalyse gegeben, um auf Materialien rückschließen zu können, um ein Kristallgitter darzustellen. Das machen die Physiker, die nutzen das Prinzip der Röntgenbeugung. Kommen wir jetzt schon zum Aufbau unserer Messzelle. Die Röntgenröhre, die war vor ein paar Folien schon mal zu sehen. Ja, die ist ja auch im Zentrum. Und das ist quasi unser Aufbau für unsere Messzelle. Das Ganze ist aufgebaut, wir haben eine Grundplatte aus Aluminium. Aluminium haben deshalb gewählt, niedrige Ordnungszahl. Die Aufbau ist auch maximal 5 mm dicker ausgeführt, dass wir auch wenig Dicke haben, also gut durchstrahlen können. Das ist hier der innere Aufbau von unserer Steuereinheit. Und was ist eigentlich wichtig? Im Zentrum steht hier eine Heizplatte. Die können wir Pulsweiten moduliert ansteuern über einen PIC-Controller und regeln können wir diese Heizplatte, die bei uns, also kann man sagen, im Haus gefertigt wird. Das ist eine Keramik, auf eine Widerstandspaste aufgebracht ist. Und auf die Keramik haben wir auch noch einen Platinsensor aufgebracht, so als der PT100 in der Richtung. Und wir haben noch einen außenliegenden PT1000, den wir auch aufsetzen können auf unsere Heizplatte zum Steuern und zum Regeln. Die Kommunikation zum Rechner läuft über eine R232-Schnittstelle und das Ganze wird gespeist über ein 60-Watt-Netzteil.
Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, die Messzelle mit Über- und Unterdruck zu beaufschlagen. Ja, hier haben wir mehrere Proportionalventile, die hier auch noch pulsweit moduliert den Druck in der Kammer einstellen können und auch noch ein Kühlungsventil, um am Ende zu evakuieren. Das Ganze basiert auf den Arbeiten von Dr. Klemm, der hier erfolgreich im Jahr 2017 dazu promoviert hat. Wir können es quasi sehen, die Messzelle, die wir hier haben, die ist angepasst an unser Messsystem. Wir nutzen von der Firma GE, ehemals Phoenix, die Radiographieanlage NanoMax. Ja, hier haben wir die Erweiterung damit geschaffen, um Lötprozesse zu charakterisieren, aber auch noch mehr. Wie gesagt, in der Probenkammer, da sehen Sie jetzt hier ist unser Heizelement aufgebracht. Das ist genau die Keramik mit dem aufgebrachten Widerstandsheizer. Wir nutzen das Prinzip der Wärmeleitung, also wir heizen nur von hinten unsere Proben. Und wir haben hier ungefähr die Möglichkeit, eine Probengröße von 25 mal 25 mm untersuchen zu können. Über die Steuerung können wir hier wirklich reale Löt- oder Heizprofile nachbilden mit bis zu 16 Profilschritten. Wir sind aktuell limitiert in der Temperatur, so bei ca. 270 Grad Celsius. Den Gradienten, den wir hier maximal realisieren können, das sind 2 Kelvin pro Sekunde. Die Kühlung ist aber passiv. Wie schon gesagt, über Unterdruck können wir zuschalten und wir können jetzt hier relativ, das hier dazu, ja, von minus 65 Kilopascal relativ bis 230 Kilopascal relativ Druck ansetzen, beziehungsweise jetzt hier 350 Millibar bis 3,3 Bar. Die Bildaufnahme erfolgt über den unten liegenden Detektor. Dort können wir von einem Bild pro Sekunde bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufzeichnen. Und die Bildgröße ist hier maximal 1000 mal 1000 Pixel. Wenn wir wirklich jetzt mit der Prüfzelle ganz nah ranfahren, hier an die Röntgenröhre, dann schaffen wir auch eine laterale Auflösung unserer Proben von größer gleich 10 Mikrometern. Die Bilder werden aufgenommen und können danach bearbeitet werden. Ja, wir, in der Regel sehen wir erstmal TIFF-Bilder auf, die liegen im 16-Bit-Format nach und das füge ich dann ein in Python-Umgebung und dann mit der OpenCV-Library sind dann quasi alle Sachen möglich, nahezu alle Sachen möglich. Gehen wir schon mal auf das erste Beispiel ein. Sie sehen hier jetzt das Ergebnis von 3 Flächenlötungen. Wir haben jetzt hier quasi 3 Dioden, die jeweils auf eine DCB gelötet worden sind. Das Ergebnis wirkt erstmal sehr identisch. Aber im Aufbau gab es noch große Unterschiede, und zwar vor allem in dem Design der Druckschablone. Ja, ich habe jetzt hier einmal eine Druckschablone benutzt, die war 200 Mikrometer dick. Ja, eine große Öffnung, ungefähr 80% meiner Diodenfläche. Das zweite war auch 200 Mikrometer dick. Ich habe es aber mal getrennt in 4 Bereiche, die jeweils 20% groß sind und auch mit einem kleinen Steg dazwischen, in der Hoffnung, dass die Fläche vielleicht Gasungskanäle sich bilden. Und ich habe auch nochmal eine dritte Schablone angefertigt mit 400 Mikrometer und jetzt sind die bedruckten Flächen so 10% groß. Also in der Summe haben wir immer dasselbe Pastenvolumen, was wir hier auftragen, aber das Druckbild ist doch deutlich unterschiedlich. Nach dem Druck sieht das dann so aus. Ja, man sieht schon deutliche Unterschiede. Und wie Sie gesehen haben, hat das aber jetzt irgendwie gar keinen großen Einfluss auf mein schlussendliches Ergebnis. Kommen wir auch gleich zum ersten schicken Einblick in die Entstehung von den Lötstellen. Hier nochmal für Sie dargestellt, das war das Profil. Ich hatte hier einen Peak von 260 Grad Celsius angelegt. Wir heizen von Raumtemperatur etwa so mit 1,3 Kelvin hoch bis auf 180. Halten das hier für ungefähr 30 Sekunden und dann steigern wir uns zur Peakzone. Das ist die rote Kurve, die Temperatur und die lila Kurve ist nochmal das Zeichen für Sie. Und hier verändern wir auch nochmal den Druck. Also wir machen dann auf der Peakzone nochmal einen Unterdruckschritt, um zu gucken, wie sich das auswirkt auf die Entstehung von meinem Tool. So, lange Rede,
kurzer Sinn. Ich starte mal das Video. Ich hoffe, bei Ihnen passiert jetzt auch langsam was. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 40 Grad Celsius. Sie sehen, dass langsam die Paste anfängt zusammenzufließen. In dem mittleren Beispiel, da sind jetzt schon die ganzen Kanäle, die da außen offen waren, die sind hier schon verschwunden. Bloß noch in der Mitte haben wir jetzt hier so eine, für mich sieht es fast aus wie eine kleine Jesus-Statue. Jetzt nähern wir uns den 100 Grad Celsius und jetzt sehen wir auch, dass jetzt hier bei dem Bereich, wo wir die großen Strukturen gedruckt haben, dass jetzt auch was zusammenfließt. Bei 130 Grad Celsius angelangt. Das erfolgt durch die Aktivierung des Flussmittels. Jetzt sind wir bei 150 Grad Celsius und Sie sehen, dass sich ab 130 Grad Celsius kaum noch was verändert hat. Jetzt sind wir ungefähr so bei 180 Grad Celsius, immer noch konstant. Jetzt haben wir so diesen Schritt der Einwirkzeit, der Soaking Time. Ja, Sie sehen, das verändert sich immer noch nichts. Sie müssen sich bewusst halten, dass das ganze Lotpastmaterial immer noch im festen Zustand ist. Wir sehen zwar schon einzelne kleine Voids, aber das Lot ist immer noch nicht aufgeschmolzen. Das sind rein die Ursachen hier auf das Flussmittel begründet. Ich schaue jetzt mal parallel auf den größeren Bildschirm, da sehe ich die Temperatur besser. Jetzt erhöhen wir die Temperatur wieder. Jetzt sind wir ungefähr bei 200 Grad Celsius. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo es langsam aufschmilzt. Ich habe versucht, so zu synchronisieren, dass wir gleichmäßig aufschmelzen. Ja, Sie sehen schlagartig, wie jetzt hier dann auch die Voidproduktion einsetzt. Sie sehen auch, dass der Chip auch so ein bisschen wackeln kann. Ja, sehen Sie in die Vorzugsrichtung, wie die Voids ausgasen, immer da, wo endlich der Lotspalt am größten ist. Was auffällt, dass manche Voids irgendwie der Entstehungsort der Voids irgendwie fast ortfest ist. Das haben wir bei vielen Versuchen festgestellt. Das ist so ein bisschen so ein stochastischer Prozess. Da gibt es Ursachen irgendwie auf dem Substrat, aber auch auf der Rückseitenisolierung des Bauelements, dass dort bevorzugt irgendwie Voids entstehen. Das kann man später auch nochmal darstellen mit Flächen, die ganz schlecht benetzen. Jetzt haben wir Unterdruck angesetzt zwischendurch sogar. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass jetzt die Voidproduktion noch ein bisschen stärker wurde. Und in wenigen Augenblicken evakuieren wir wieder auf Normaldruck. Und Sie sehen, wie sich gleich die Voids zusammenziehen werden. Das passiert jetzt. Ja, durch Ansetzen von der wieder Atmosphärendruck haben die Voids nicht die Möglichkeit, sich so auszubreiten. Und das ist quasi schon dann mein Endergebnis. Jetzt beim Abkühlen darauf achten, können auch noch einzelne Lunker entstehen. Ich stoppe das Video mal kurz. Und fahren noch mal kurz zurück, wenn Sie mal schauen, in diesem Bereich oder in diesem Bereich. Ja, das sind wirklich jetzt dann Merkmale, das sind keine Voids. Wir haben hier Effekte, die durch die Entstarrung entstehen. Ich fahre mal kurz vor und zurück. Ja, das sind Lunker, die auf die Erstarrung des Lotes zurückzuführen sind. Ja, das war eine Gegenüberstellung gewesen jetzt von drei Flächenlötungen, ja, mit verschiedenen Schablonendruck, aber
quasi nahezu gleichen Ergebnis. Was ist wichtig? Ich will auch den Voltgehalt berechnen. Ja, und was wir machen, was Sie gerade gesehen haben, das war eine Überlagerung von 3 Einzelaufnahmen. Wir ziehen dort mit 10 Bildern pro Sekunde die Bilder ein. Das sind erstmal TÜV-Bilder, wie gesagt. Die müssen erstmal konvertiert werden zu einem JPEG-Bild, 8-Bit. Das liegt daran, weil die meisten bildverarbeitenden Algorithmen auf 8-Bit-Bilder zurückgreifen. Dann schneide ich mir meinen Bildausschnitt zurecht. Ja, ich halte quasi noch meine Region of Interest, mache mal eine kleine Kontrastspreizung. Da die Bilder doch sehr verrauscht sind im Originalzustand, wurde nochmal einen Weichzeichner drüber gelegt. Ja, wir nehmen hier einen Gauss-Filter. Danach kann ich mein Bild binarisieren. Ich trenne jetzt wirklich sehr schön die Bereiche, wo ist mein Lot, wo ist mein Void. Und wenn ich jetzt die Kontur auch noch von meiner Lötstelle habe, die ich jetzt hier in diesem Schritt auch nochmal für mich berechnen kann, dann kann ich die einzelnen Voids in der Lötstelle berechnen. Diese einzelnen Voids pro Bild kann ich dann zu meinem Versuchspunkt zuordnen. Und das kann ich dann plotten. Und das sind Ergebnisse, die Sie bei uns dann für solche Experimente erhalten können. Sie sehen hier den Verlauf, ja, den zeitlichen Verlauf über die Temperatur gegengeplottet. In Rot. Jetzt die grüne Kurve ist mein Druck. Und die blaue Kurve ist nochmal hinzugefügt. Das sind dann wirklich pro Versuchszeitpunkt die berechneten Voltgehalte. Ja, und Sie sehen sie sehr schön, dass wir quasi hier schon in dem Bereich haben, so bis 130 Grad Celsius, einen kontinuierlichen Anstieg der kleinen Volts. Da begann dann so die Eindruckzeit. Sie sehen hier den sehr konstanten Bereich, wo sich kaum was verändert hat, bis kurz vorm Aufschmelzen. Das starke Entgasen ist auch sehr charakteristisch. Da gibt es aber Unterschiede zwischen verschiedenen Lotpasten, definitiv. Aber Rückseitentisierung. Und Sie sehen hier, dass es dann quasi ein bisschen abflaut. Der Prozess, der Voltentstehung, der minimiert sich ein bisschen, erhöht sich aber schlagartig durchs Ansetzen vom Unterdruck. Und hier gibt es wirklich verschiedene Ausprägungen. In den letzten Monaten hatten wir wirklich viele Experimente in der Hinsicht durchgeführt. Leider darf ich die Ergebnisse nicht zeigen, aber das lohnt sich wirklich hier intensiver mal reinzuschauen. Und am Ende bekomme ich hier einen maximalen Voltgehalt. Sie sehen hier von, das war für die erste, für die flächige Lötstelle von unter 5%, was eigentlich ein super Ergebnis darstellen könnte. Vielleicht muss man es für Sie so als zum vor Augen halten. Den Speicherbedarf, den ich hier benötige für einen Versuchspunkt, das sind dann 3000 Bilder, jeweils erstmal als TIFF aufgenommen. Das sind schon mal 6 GB und wenn ich dann die Daten auch noch konvertiere und umrechne, dann bin ich hier bald für einen Versuchspunkt, also für eine Probe, beim Speicherbedarf von 7 GB. Also das Bild, was Sie gesehen hatten, oder das Video mit den 3 gegeneinander gelegten Lötstellen, das sind ungefähr gut 20 GB erstmal an Rohmaterial, weil wir gemeinsam auswerten können. Die Auswertung erzeugt wird dann nachgelagert über Python und das ist dann bei uns schon ein Prozess, der in 5 Minuten abgeschlossen ist. Ja, nochmal zur Ergebnisdiskussion von diesen Flächenlötungen. Ja, wir können hier die Einflüsse auf die Porenbildung untersuchen. Wir nehmen über die gesamte Lötdauer, nehmen wir hier die Poren auf und brechen den Porengehalt und überlagern das mit den Experimentdaten, die wir aufgenommen haben. Die Plots hatten Sie gerade gesehen und wie auch schon angedeutet, ich kann natürlich auch für jeden einzelnen Bildpunkt, den ich betrachte, mir anschauen, wie oft hat der irgendwie Lot gesehen und nicht Lot gesehen, dass am Ende auch so eine Darstellung möglich sind, das Plotten von benetzter Fläche über die Zeit. Das nächste Beispiel, das ist die Entstehung von Lotperlen bei Chipbauelementen. Ich starte mal wieder das Video. Wir gehen hier mit einer Rampe von 2 Kelvin pro Sekunde rein, das Experiment. Ich denke mal, es lohnt sich, wenn wir das
das Bild erstmal so laufen lassen. Hier kamen auf jeden Fall zwei verschiedene Lottasten zum Einsatz. Das werden Sie auch gleich sehen. Das verhält sich ähnlich wie im Experiment davor, dass ungefähr so bis 120 oder 30 Grad Celsius schon Unterschiede zu erkennen sind. Das ist überwiegend auf das Flussmittelsystem zurückzuführen. Ja, Sie sehen jetzt schon unterschiedliche Verhalten im Fließverhalten der Lottasten. Wir sind jetzt ungefähr bei 100 Grad Celsius angelangt. Und beim Rechten können wir es schon erahnen, es wird sich wahrscheinlich schließen, das gedruckte Lottastenvolumen. Während beim Linken die beiden Depots getrennt sind. Ja, jetzt hier wirkt auch schon das Flussmittel, Sie sehen so ein bisschen das Blubbern. Die Probe wird weiterhin erhitzt. Wir sind jetzt ungefähr so bei auf einem Heizer bei 200 Grad Celsius. Und der ganze Versuch ging von den Temperaturen recht hoch. Das wurde hier bis auf 260 Grad Celsius erhitzt. Umschmelzen müsste sofort auf die einsetzen. Sie sehen es jetzt. Und wieder erwarten habe ich bei beiden Chip-Elementen eine Lotperle erzeugt. Wie könnte man das jetzt versuchen zu erklären? Da gab es schon vor über 10 Jahren intensive Untersuchungen. Da habe ich nicht dran teilgenommen. Das waren der Herr Bell und von Rehm damals und Herr Dr. Wohlrab unsererseits mit weiteren Kollegen aus der Industrie. Die hatten herausgefunden, dass vor allem hier die Körnung der Lottaste Haupteinflussfaktor ist für die Entstehung von Chips. Und sie haben jetzt hier experimentell ermittelt, dass vor allem kleine Korndurchmesser die Wahrscheinlichkeit der Verschleppung unterhalb des Chip-Elements erhöhen können. Natürlich durch die größte Gesamtoberfläche bei kleinerer Verkörnung haben wir auch verstärkte Wahrscheinlichkeit der Oxidation. Die hohe Peak-Temperatur hat auch einen Einfluss. Ja, also mit der hohen Peak-Temperatur reduzieren Sie auch nochmal die Oberflächenspannung des flüssigen Lotes. Das Bauelement kann tiefer einsinken sogar und den Lotspalt nochmal in der Höhe verringern, dass das Lot noch plattgedrückter wird. Wie können wir sowas versuchen zu minimieren? Da geht es zum Beispiel in den Bereich, dass wir die Soak-Time, die Einwirkzeit ein bisschen ausdehnen. Ja, da kann schon ein bisschen die Lotpaste ein bisschen ausgetrocknet werden, das Flussmittel, und damit auch der Flüssigkeitsstrom unter das Bauelement reduziert werden. Also eindeutig, dass hier auch das Flussmittelsystem noch einen großen Einfluss hat auf die Entstehung von Lot. Ein weiteres Beispiel, was bei uns zum Einsatz kam, das war die Untersuchung der Benetzungskraft von verschiedenen Flussmittelsystemen. Ihnen allen ist ja bekannt, es gibt die verschiedenen Lottasten, gleiche Legierung, aber verschiedene Lottastensysteme. Die haben unterschiedliches Verhalten und ich starte hier mal das Video, das ist zum Glück deutlich kürzer, da sehen Sie das Einschwimmen einer LED vor dem Hintergrund, dass hier eine hochpräzise Montage dieser LED gefordert war. Auch wenn ich einmal kurz zurückgehe oder nochmal starte, dann sehen Sie das Einschwimmen. Schön erkennbar hier an den Bonddrähten des Bauelements. Auch das konnten wir schön dokumentieren. Ja, hochpräzise, da ging es in die Richtung LED, Autoscheinwerfer und zusammen mit der Optik waren dort wirklich kaum Toleranzen irgendwie zulässig gewesen. Und hier war die Fragestellung gewesen, bekomme ich dieses Einschwimmverhalten kontrolliert durch den Einsatz einer gezielten Taste oder muss ich auch noch mit SMT-Montagekleber hier unterstützen, was natürlich etwas teurer gemacht hätte. Ja, Sie sehen hier nochmal kurz das Vorher-Nachher-Bild, initial und nachher. Eindeutig den Versatz, den konnten wir auch bestimmen in X- und Y-Richtung.
quasi ja auch noch in Mikrometern ausdrücken. Da gab es verschiedene Experimente, die wir durchgeführt haben, zum Zufriedenheit des Kunden. Das nächste Beispiel, das ist wahrscheinlich jetzt für die meisten von Ihnen auch sehr interessant, ist, gucken wir mal unter einem BGA drunter. Und zwar, wir löten jetzt hier mal ein BGA auf Keramiksubstrat. Wir gucken erstmal nur auf die Aufheizphase. Ja, erstmal im Prinzip, was wir hier schon sehen. Wir sehen hier in die Aufheizphase ganz schnell Bilder durchlaufen. Wir haben einen leichten Versatz schon beim Bestücken. Und wenn Sie ganz darauf achten, vor allem in dem mittleren Bereich, die Balls heben sich. Ja, wir haben hier eine konvexe Verbiegung im Temperaturbereich ungefähr von 90 Grad Celsius bis 220 Grad Celsius, also unmittelbar kurz vor dem Aufschmelzen. Ja, die mittleren Balls werden also angehoben. Die Gefahr steigt also hier für einen Lötfehler. Wenn ich jetzt auf die Umschmelzphase umschalte, dann sehen Sie hier schön das Einschwimmverhalten des BGAs. Ja, die Lotpaste schmilzt auf, die Balls schmelzen auf und der BGA kann sehr schön die absenken in die Lotpastendepots. Und zum Glück haben wir hier keine Lötfehler erzeugt. Selbst an den Stellen, wo wir einen kleinen Versatz hatten, zieht sich alles auf die Stelle, wo es hin soll. Womit wir ein Problem haben, auf jeden Fall jetzt, wenn die Sachen einschwimmen, dass wir die Verbiegung jetzt schwerer darstellen können, die aber da ist. Jetzt gehe ich nochmal auf die Abkühlphase. Und jetzt möchte ich mal bitten, dass Sie auf die Eckbereiche mal achten. Da sieht man ziemlich stark. Ja? Wir haben hier im Bereich der BGA oder die Lötstellen, die kühlen sich ab, erstarren, aber der BGA will sich auch wieder zurückbiegen. Und das sehen wir auch, indem die Ausprägung der Lötstellen, der BGA-Bolz, vor allem an den Eckkontakten, aber auch an der Mitte, hier deutlichen Stress erfahren. Hier haben wir sehr viele Dehnungen, die hier irgendwie eingebracht werden, die natürlich auch Einflüsse haben auf die Qualität und Zuverlässigkeit meiner Lötstellen. Ja, wir können so sagen, na, wir bringen hier Zug und Hochspannung in die Eck- oder Centerboard ein. Wenn ich jetzt diese Verbiegung schon beim Löten sehe, dann war die Frage gewesen, sehen wir die Verbiegung auch für das reine Bauelement? Können wir das uns etwas näher anschauen? Und da haben wir dann Versuche gemacht mit unserer Sitomesszelle, um das thermomechanische Verhalten von diesen Bauelementen näher uns anzuschauen. Und wir haben erstmal nur eine qualitative Untersuchung gestartet. Ja, wir haben hier das Bild bei 30 Grad Celsius, also der Versuch, der Startpunkt meines Versuches. Ich erhöhe mal auf Peak-Temperatur. Wir haben hier auf diesen Sprung gesehen, ich gehe nochmal zurück auf 30 Grad, wie sich hier die Ecken anheben oder die Mitte absenken. Wieder zurück auf 60 Grad Celsius, die Balls bewegen sich wieder zurück. Wenn ich hier die Bilder als Differenz darstelle, nur rein qualitativ betrachte, dann sehe ich auch schon in der Überlagerung der Bilder, in der Differenzbildung, die Verbiegung, die Bewegung meines Bauelements. Das war für uns Anlass gewesen, auch nochmal dort tiefer reinzuschauen. Wir haben erstmal gestartet mit Qualitätsversuchen, die wirkt sich denn diese Verbiegung auf die Lötqualität auf? Wir haben hier auf einem Keramiksubstrat mal verschiedene PET-Geometrien dargestellt. Die Empfehlungen waren hier 400 Mikrometer mit dem Bauelement. Und wir haben es mal ein bisschen kleiner gemacht, aber auch deutlich größer mit verschiedenen Nassschichtdicken gearbeitet. Zum Einsatz kam hier ein technologisches Muster von der Firma Texas Instruments. Wenn ich das Video mal starte, ist auch ein dieser Zeitraffer, der hier durchgeht, dann sehen wir hier, wie Kurzschlüsse entstehen können, auch wenn wir erwarten Kurzschlüsse eigentlich an den Eckbereichen, aber es hat komischerweise in den mittleren Bereichen zu einem Kurzschluss geführt. Ich starte nochmal ein neues Bild, das Video. Was man deutlich sieht, das deutliche Einsinken der Eckboards, hier ist die Verbiegung am stärksten, ja, deutlich platt gedrückt im Vergleich zur Mitte. Trotzdem haben wir den Lötfehler. Ja, unser Kenntnis war gewesen, dass vor allem große Pads jetzt hier deutlich größer als die Empfehlung, also 150 Mikrometer größer als die Empfehlung, erst zu Kurzschlüssen führen.
wenn bei Ihnen im Feld sowas auffällt und Sie halten sich an alle quasi Standards und Maßgaben des Bauelementherstellers und Sie sehen solche Effekte, dann haben wir dort wahrscheinlich noch eine stärkere Verbiegung im Spiel oder andere Effekte, die untersucht werden könnten. Jetzt haben wir uns angeguckt, qualitativ, wir haben Lötfehler erzeugt und jetzt wollten wir gucken, können wir eigentlich die Verbiegung von meinem Bauelement auch in der Siedemesszelle messen. Ja, da haben wir quasi erstmal versucht, unsere rein geometrische Auflösung der diskreten Pixels zu erhöhen, indem wir jetzt hier mit Methoden reingehen, die im Subpixelbereich Objekte erkennen können. Ja, da haben wir hier den Block Detection Algorithmus was gefunden. Hier werden quasi alle runden Objekte erstmal markiert. Wir kriegen Lagemerkmale im Subpixelbereich und damit können wir dann auch diese Objekte und Lagemerkmale erfassen und Verschiebungen in alle Raumrichtungen berechnen. Auch hier die Überlagerung der Bild vorher, nachher. Wenn ich jetzt in dieser Schrägdarstellung alle Lageparameter habe, Schwerpunkt und Radius, und ich kenne ungefähr die für mich relevanten Abstände und Betrachtungswinkel für jeden einzelnen Ball, dann kann ich auch wieder auf die reale Lage des Bauelements zurückrechnen in meiner Projektion. Und wenn ich Verschiebungen habe, dann kann ich auch diese relativen Ballhöhen wieder zu einer Konturfläche zusammenrechnen. Und ich kriege für mich und ich bekomme auch eine Referenz für die relativen Lageänderungen. Wichtig ist natürlich, wenn ich jetzt so ein Messprinzip jetzt irgendwie anwende, wie genau kann ich jetzt hier wirklich messen, wenn ich sage, ich arbeite hier im Subpixelbereich. Da haben wir mal versucht, die Genauigkeit von diesem Block-Detection-Algorithmus zu bestimmen. Ja, der theoretisch im Subpixelbereich liegt, also unter einem Mikrometer. Wir haben hier mal verschiedene Sachen gegeneinander geplottet, vor dem Hintergrund, dass mein verrauschtes Bild, die Bildaufnahme, beeinflusst wird von der Intensität meiner Strahlung, aber auch von der Belichtungszeit, von der Anzahl der Integration. Und ich habe die Balls angeschaut, links oben, links unten, rechts oben, rechts unten im Zentrum. Und Sie sehen hier die verschiedenen Lageparameter für eine Bildaufnahme. 100 Bilder, der 100 Millisekunden Belichtungszeit, keine Integration, ich habe das Objekt nicht bewegt. Und ich sehe hier eine Standardabweichung im Mittel von 0,023 Pixel. Was für uns bedeutet, wir haben eine Auflösung durch diese Block-Detektor im Bereich lateral von plus minus einen knappen Mikrometer. Und was für mich für die Projektion bedeutet, Z-Auflösung plus minus 1,5 Mikrometer. Wenn sich mein Bauelement verbiegt beim Erwärmen, dann ist das überlagert auch mit der thermischen Ausdehnung eines Packages. Das hatten wir ja auch versucht mal zu kalibrieren. Da haben wir verschiedene Ansätze durchgeführt. Wir haben über ein freundliches Fraunhofer-Institut Möglichkeit zu einem optischen Verfahren, das nennt sich ODU, da können wir kontinuierlich aufheizen. Dort gibt es auch über die digitale Image-Korrelation, werden Verschiebungen dargestellt. Das Gleiche, sehen Sie hier oben, kann ich aber auch mit einer Situ-Messzelle durchführen, indem ich aus der orthogonalen Sicht mit definierten Rampen und Haltephasen mir meine Verschiebung zu diskreten Temperaturen plotten lasse. Ich klicke hier mal durch. Und ich kann mir auch meine thermische Dehnung, mein CDE, ausrechnen lassen. Ja, abhängig ist natürlich beim Bauelement von den verschiedenen Komponenten, von den verschiedenen Materialien, die hier zum Einsatz kommen. Und ich sehe, dass wir hier verschiedene Bereiche haben. So bis 150 Grad Celsius ist der CDE recht konstant, dann dominiert langsam der Mold-Compound, da haben wir einen deutlich größeren CDE und ab 210 Grad Celsius auch nochmal ganz deutliche Steigerung. Das sind Einflüsse, die hier vom Interposer gekommen sind. Wenn wir die ganzen Sachen mit berücksichtigen und unser Modell einfließen lassen, dann kann ich hier auch mit meiner In-Situ-Messzelle zumindest für BGA-Moduls eine Verbiegung messen. Und die haben wir auch messen können, vergleichen können mit einem Referenzverfahren, was bei uns zum Hause verfügbar war. Das Thermoré, jetzt haben wir ein neues Verfahren.
Und wir haben hier gesehen, dass zumindest wir kriegen dasselbe Messergebnis. Wir haben verschiedene Verfahren eingesetzt mit verschiedenen Aufwärtsgradienten, dass zumindest die Verfahren in ihren, dass die Aufwärtsgradienten keine Rolle spielen und dass wir zum gleichen Ergebnis kommen. Damit möchte ich jetzt quasi meinen Vortrag nochmal abschließen. Angefangen haben wir halt, dass die Einflüsse auf mein Lötergebnis und Qualität, die sind sehr vielfältig, wirklich viele verschiedene Sachen sind hier zu berücksichtigen. Wie können wir das zum Beispiel untersuchen? Durch eine In-situ-Messzelle, die hier vorgestellt ist. Damit können wir reale Löt- oder Heizprozesse bei gleichzeitiger Bildaufnahme umsetzen. Dadurch können wir ein vertieftes Verständnis quasi aufbauen für unsere Objekte. Wir können diese Experiment- und Bilddaten synchronisieren. Wir können sie auch noch gleichzeitig analysieren in Hinsicht auf Leutanalysen, Entstehung, aber auch von anderen Lötfehlern. Weitergedacht kann man das auch nehmen, um zum Beispiel Bauelemente, aber auch Lötpasten, verschiedene Profile zu charakterisieren, zu qualifizieren. Und darüber hinaus, wie am Ende dargestellt in der Verdiegungsmessung, können wir auch noch thermomechanische Phänomene qualitativ beobachten. Wir können damit Fehler versuchen zu erzeugen oder zu provozieren. Wir können diese aber auch in gewissen Maßen auch berechnen. Damit möchte ich meinen Vortrag schließen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Ihre Fragen zur Verfügung.